Herzlich willkommen bei Lubera und bei unseren Gartenvideos. Mein Name ist Martens Kobelt. Ich bin Gründer und Besitzer von Lubera und ich mache jetzt etwas, was ich schon ein paar Mal gemacht habe. Das alles im Leben wiederholt sich und irgendwann nach 2500 Videos wiederholen sich auch die Videos. Also es geht wieder mal um den Rosenschnitt. Aber das mache ich nicht, weil mir die Themen ausgehen, sondern weil ich an Sie denke. Ich fahre häufig an Häusern vorbei, Gärten vorbei und ich sehe die ungeschnittenen Rosen im Sommer. Ich sehe, dass die immer schlecht aussehen. Man hatte hier den ersten Flor im Mai, Juni. Jetzt sind sie verblüht und da sieht der Hausbesitzer und Gärtner hier, möge es mir entschuldigen, das sieht scheiße aus. Ja. Und wenn man das jetzt so lässt, dann beginnen die Pflanzen krank zu werden. Sie bekommen schlechte Blätter, sie bekommen Milben und der Rest des Rosensommers ist ein Trauerspiel. Und das können Sie verhindern. Nämlich dann, wenn Sie jetzt in den Sommerferien, vor den Sommerferien, Ihren ganzen Mut zusammennehmen und Ihre Rosen schneiden, und zwar nach dem Lubera-Radikalschnitt. Lubera-Radikalschnitt, das heißt, alles auf die Hälfte zurück, mindestens. Ja, ganz einfach. Also jede, eben, immer am besten hier bei den Blüten, die jetzt verblüht sind, halten, da passiert nichts. Und dann hier in den Kübel, immer die Hälfte weg. Die Hälfte weg. Braucht man nicht mal Handschuhe. Der Gärtner hier hat mir noch Handschuhe angeboten für Wachwachstum. Das heißt, wenn ich hier die ganze Hecke jetzt, ich kann dem Gartenbesitzer hier jetzt nicht die ganze Arbeit wegnehmen, das wäre unfair, er soll auch selber noch etwas Arbeit haben, oder? Und wenn ich hier jetzt alles auf die Hälfte zurückschneide, gibt es keine Hagebutten, die entwickelt werden müssen und nicht die ganze Kraft der Pflanze geht in die Hagebutte. Und die Pflanze beginnt hier, man sieht hier schon, Austrieb beginnt wieder frisch auszutreiben, es gibt frisches Wachstum. Wenn wir das noch gleichzeitig mit einem Dünger unterstützen, hier zum Beispiel noch einen Langzeitdünger eingeben, der 3-4 Monate lang wirkt, werden wir nach den Sommerferien Mitte, Ende August wieder wunderschön blühende Rosen haben. Der Rosensommer ist dann ein Spektakel und kein Trauerspiel. Schneiden Sie Ihre Rosen jetzt. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com. Dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.